Hier sind Klaus und Gordy vom Saar-Spektakel Backstage und ich muss jetzt wirklich sagen, mir fehlen ein bisschen die Worte, weil ich neben mir jemanden stehen habe, den ich bei Dieter Thomas Heck in der Hitparade gesehen habe. Und heute, heute stehst du neben mir und ehrlich gesagt bin ich ein bisschen eingeschüchtert jetzt, wenn ich Marian Gold neben mir sehe, der bis heute jemand ist, der die 80er repräsentiert wie kein anderer. Aber ich nehme an, du hörst das öfter, ne? Ja, höre ich öfter, ja. Und das prallt auch wahrscheinlich so ein bisschen von dir ab. Nee, überhaupt nicht, also ist okay. Wie war es denn für dich heute, hier vor den Saarländern aufzutreten? War toll, ist gut gelaufen und das Publikum war klasse und die Show war, glaube ich, auch ganz gut und es war eine gute Interaktion zwischen uns und dem Publikum. Ja, was mir aufgefallen ist, ich habe natürlich auf die Burner gewartet, die wir alle kennen. Ihr habt auch ein bisschen andere Musik gemacht, ein paar Songs, die jetzt vielleicht nicht so bekannt waren. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du sagst oder wenn du merkst, du spielst solche Sachen und das Publikum bleibt trotzdem dabei und macht auch mit? Naja, da gehe ich irgendwie von aus, dass wir also mit den anderen Sachen die Leute auch packen. Also ich meine, es gibt ja auch viele Leute im Publikum, die kennen die Stücke, die wir auf den einzelnen Alben haben, die jetzt keine Singles waren und so. Und insofern kommt da natürlich auch eine ziemlich gute Reaktion dann immer. Wann habt ihr euch denn entschieden, die Musik so ein bisschen, den Musikstil ein bisschen zu ändern? Eigentlich haben wir unseren Musikstil also von CD zu CD geändert, je nachdem, wie das also unser musikalisches Vorhaben war, weil wir es eigentlich nicht mögen, uns zu wiederholen. Aber wenn wir live spielen, dann ist es sowieso alles ein bisschen raffer und lauter und wir haben einen Gitarristen dabei, den wir auf den früheren Stücken zumindest hatten, keine Gitarre, hatten wir eigentlich nur Synthes und wir spielen jetzt eigentlich alles wie eine Rockband durch und dadurch ist der Sound natürlich größer und härter, als man das von den CDs her kennt. Was mich besonders beeindruckt hat, war, dass der Platz hier in Saarbrücken bis zum Schluss prall gefüllt war. Keiner ist weggegangen, alle sind da geblieben und haben sich die Songs von Alphaville angehört. Und das Tolle ist, ihr habt ja hier nochmal auch so ein kleines Revival gefeiert. Ihr habt nur eine begrenzte Anzahl von Auftritten. Wie viele Auftritte macht ihr? Also wir haben eigentlich keine begrenzte Anzahl von Auftritten. Also mir hat jemand gesagt, ihr macht nur 25 Auftritte nochmal in dieser Version und dann nichts mehr? Nee, wir sind jetzt mit dem Programm, was wir jetzt spielen, sind wir jetzt eigentlich mehr oder weniger durch und wir werden jetzt im Spätsommer anfangen, neues Programm zu rehearsen und dann auch mehr Stücke von dem jetzt neuen Album, was jetzt rauskommen wird, zu rehearsen und das irgendwie in die Show einzubauen. Und das wird dann wahrscheinlich so im Herbst losgehen, dass wir dann ein neues Programm spielen. Ja, wenn man so einen Star aus den 80ern neben sich stehen hat, dann muss ich natürlich fragen, Marian, aber die Frage hast du wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört. Ich frag's ruhig. Was, Marian, ist denn in den letzten Jahren bis heute, wenn du so einen Schnelldurchlauf machst, was ist denn da alles passiert? Was hast du gemacht, als du nach der 80er-Welle vielleicht kurz weg warst? Was ist da alles passiert? Naja, also Alphaville hat in den 90ern so in den gängigen Medien nicht mehr so richtig stattgefunden, das ist schon klar. Aber wir sind in der Zeit, wir haben ja angefangen in den 90ern zu touren und wir haben uns sehr stark konzentriert dann aufs Live-Spielen und wir haben alle 3-4 Jahre ein neues Album gemacht. Also es hat sich eigentlich für uns nicht viel geändert dadurch. Ist alles weitergegangen und ihr habt trotzdem eure Gigs gehabt? Ja, sicher, klar. Ja, Gott, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin platt, bin beeindruckt. Hammer geil. Ich meine, ich bin aufgewachsen mit der Musik und es steht da hier. Ja. Also, ich kann nichts mehr sagen. Ja, ich kann eigentlich auch nichts mehr sagen. Das ist das erste Mal, dass ich mit Journalisten zusammen bin, die sprachlos sind. Ich habe euch sprachlos gequatscht. Nee, das ist so ein Moment, wo ich wirklich sage, also jetzt muss ich wirklich mal die Klappe halten, weil einfach jemand da ist, vor dem ich wirklich ganz großen Respekt habe, der mich quasi mit groß gemacht hat, viele tausende andere Menschen auch und heute ist er beim Saar-Spektakel und hat uns die Ehre gegeben, hier nochmal seine Musik zu machen. Okay. Vielen Dank, Marian, danke. Noch alles Gute für die Zukunft. Oh ja, und jetzt... Oh. Okay.